sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, was er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Nun wird mein liebster Bräutigam, nun wird der Held aus David stammen. It's here.
Sonst keinen Raum, in der Herberge.
des höchsten Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl gefällt. Heiland, du wie ich, ach, du Spur.
Thank you.
Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie. Und sie furchten sich sehr. Frohe Hirten!
es so schön. Geht, die Freude heißt so früh. Sucht die Wahrheit zu gewinnen. Geht und labet Herz und Sinnen.
Und alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Thank you.
Und da die Engel von ihnen in Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Du mein Herr, 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 mein Her
und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Oh!
Thank you.
das Kind beschnitten würde. Da ward sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Thank you.
Thank you.
zu Erden lief. Mein Heiland gibt mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut. Ich will nur dir zu Erden lief. Jesus, Christ, have mercy.
Seinen Stern.
Als der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Warum wollt ihr erschrecken? Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht erwecken? Oh, solltet ihr euch nicht viel mehr darüber freuen? Weil ihr dadurch verspricht, der Menschen Wohlfahrt zu verneuen. Und ließ versammeln alle hohe Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem.
denn also stehet geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichte die kleinest unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Thank you.
Yeah!
aber rief er ohne es die Weisen heimlich, und er lernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre, und weise Ziegen Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Du Falscher, suche nur den Herrn zu finden. Nimm alle falsche List, dem Heiland nachzustellen, dir, dessen
nun den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. Stolzen Feinde schrecken, was könnt ihr mir?
mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Nun mögt ihr stolze Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Futter decken? Mein Schatz, mein Hort ist hier, mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir.